So Leute, da sind wir wieder bei Inazuma Strikers mit mir, Sefi und Jutis. Hey! Oh. Im Shopping Mode! Wir haben wieder so viele neue Gesichter! Und die davon brauchen wir noch. Wenn überhaupt. Ich kaufe Genta, weil ich es kann. Ich kaufe einen neuen Kilo, weil ich es kann. Ich würde sagen, wir haben niemanden freigeschaltet. So sieht's aus. Vielleicht noch auf Rudi? Ja. Vielleicht. Dann würde ich es wieder sparen. Wir können uns eh keine Erweiterung mehr leisten. Ich habe gerade eh alles verschoppt. Na super. Die einzigen, die wir uns bald leisten könnten, wären hier die hier. Ja. Für 320. Aber nicht mal die können wir uns leisten. Wir sind immer wieder. Wollen wir auch nicht. Wir sind mal wieder arm. Woran liegt das bloß? Dich mag ich nicht. Und dich mag ich. Guck mal, der hat sogar ein C. Mhm. Der ist ja viel besser. Sag mal hi. Naja, wir können jetzt Kote Penguin einsetzen. Ach, das hast du freigeschaltet. Ja, da. Ah, ja. Mit ganz vielen Leuten. Die man nicht lesen kann. Das ist eine Sakuma. Ja, das ist cool. Kunji. Wahrscheinlich, na. Ach, egal, ich hab Bock, jetzt rumzureden, wer das ist. Wen schmeißen wir denn hier. So. Blub. Yay, wir freuen uns mit. Yeah. Naja, ich sag da mal nichts zu. So. Obwohl, yay, wir haben Zeus besiegt. Du warst doch vor kurzem mit Zeus. Nein, scheiß drauf. Wie hat sie das eh? Nur das Zeh. Ich bin immer in der Gewinnermannschaft. Das dann auf jeden Fall. Wie süß, er hat ja nur an den Level 1. Ja, Level 1 und Level 2. Level 3. Ja, Level 2 hat er voll. Ja, ob das so gut ist? Ich lass ihn erstmal. Also ich lass erstmal Endo da stehen, dafür ist eine Level 2 Technik. Mhm. Und wen nehmen wir denn für Afro die raus? Ich würde sagen Ishinose. Weil Afro die kann ja auch noch eine Mittelfeldtechnik. Und da macht eben halt Kidos und Shinbus klassisch mit Sakuma. Naja, Kido hat ja momentan sowieso Kaiser Pinguin 2 drauf, das kann er hier mit dem ja, machen. Schon. Ich meine zumindest, dass er das auch mit Gonji machen kann. Ja, aber mit Tsumioka, ja, mit den drei musst du es eigentlich hinkriegen. Ja, mein das kann man ja mit so ziemlich jedem. Hey, du! Ich kann aber kein Fußball spielen, scheiß drauf, immer nur Kote im Pinguin. Tritt einfach gegen den Ball, dann passt das schon, du kannst immer nur unten festhauen. Es gab mal eine Zeit, da konntest du Twin Boost. Wie sie sich freuen. Naja, was soll's. Nächstes kommt. Chaos. Wir stürzen uns ins Chaos. Super. Das Chaos ist perfekt. So viele Wortspiele. Ja. Süß. Süß. Mal sehen, was uns erwartet. Das Chaos, sagtest du schon. Warum sage ich das überhaupt? Ist denn hier irgendeiner von euch Pratzen aufgeladen? Nein. Aua, das war ganz klein faul. Das wollte ja 11 Meter geben. Gleich ein Tor. Huah! Max hat sich voll dazwischen gedrängelt. Tor. Alter. Okay. Oh. Hey, ist ja geladen. Was ist das denn? Frag mich nicht, ich hab keine Ahnung. Was ist das? Oh, ich habe irgendeinen mit aufgesäbelt. Ach ja, das ist ja der Herr mit dem Verbrennen im Ball. Das kann dann lustig werden.
Da hilft nur... Aua! Da hilft nur Schmerzen. Das auf jeden Fall. Alter! Na gut, ich will den Ball nicht. Ich habe eine Ballphobie. Was? Dafür reicht's immer. Also mal das zu halt mit einem brennenden Fäusten. Ich hab die Musik getötet. Ach ja, es geht ja auch noch. Wir haben so viel Musik aufgelöst. Ja. Was? Ja, irgendwo so ein kleines Girl. Ach, da, die kleine. Ja, 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 ich komm ja schon. Ach, geh da mit Jason! Halt's Maul! Das sieht so anders aus. Und der Pfiff ist falsch. Ja, total. Ja, wenigstens ist der nicht so schief. Ich erinnere mich noch an eine Folge in der deutschen Version, wo er so schief gepfiffen hat. Ja, ich auch. Das war lustig. Ich fand es eher traurig. Ach, das ist, eigentlich fand ich da alles ziemlich bescheuert. Es ist zwar dasselbe Anime wie auf Japanisch, aber... Irgendwie auch nicht. Nein, das war für mich was völlig anderes. Es wundert mich auch nicht, dass wir nur 26 Folgen gekriegt haben. Ja. Wow! Nee! So, Yoka, oh, scheiß kleines Cat. Ich will nicht. Ach, du hattest eine Ballphobie. Ja, er hatte eine Goenji-Phobie. Hauptsache nicht zu Goenji schießen. Mist, beide. Stummelbeinchen. Oh, voll gefährlich. Ich dachte gerade, das wäre Gazelle gewesen. Sumioka war doch aufgeladen. Ja. Ich meine, okay, Sumioka hätte nichts reißen können, aber... Eben. Toll, renne ich ins Aus. Das ist alle Probleme. Ich bin voll intelligent. Kommst du her, kommst du her, kommst du her, kommst du her. Da ist Gazelle. Ich finde die Technik cool. Ich mag die auch voll. Ich verstehe es nur nicht, warum er sich da extra hin teleportiert. Wahrscheinlich hat er Angst, dabei auszurutschen, aber... Wow, nachher muss ich das zur Seite schießen. Ich wollte gerade sogar gewohnt nach oben und dann, warum funktioniert das nicht? Sei froh, dass du mitgekriegt hast. What the fuck? Von wo hat der denn ganz geschossen? Weit, weit weg. Ende, du bist so für den Arsch. Na, wenigstens ist auch Rudi wieder geladen. Jetzt wird es immer ein Hin und Her geben. Ja. Wieso spielen wir überhaupt hier? Stimmt. Oh, ich gebe euch meinen Platz. Mit meinem Uhut. Ich habe jetzt Uhut verstanden. Was ist das denn? Ein Vogel in Bootfunktion. Ein Uhut. Ein Uhut. Das ist Team Wasserflug. Hat dann so ein U-Boot so ein paar Flügelchen. Am besten noch so kleine Feenflügelchen. Das sind so kleine Stummelflügelchen, die total unlogisch dieses riesige U-Boot fliegen lassen. Ja, das auf jeden Fall. So Leute, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Ich wäre noch verbunden, wenn ihr ankommen würdet. Ach, herrlich. Irgendwie ist die Animation so ungewohnt. Weil, wie viel die dabei rennen müssen. Ich meine, wo muss Kilo schießen, dass die so ein Stückchen heilen? Mal trifft sie, mal trifft er nicht. Ja, er ist halt sehr launisch. Heute mag er Schnitt. Nee, heute nicht. Oh, ah, Zeit vorbei. Schön, dass man das jetzt so so vorhersehen kann. Ja. Aber weißt du, was mir auch gerade wieder auffällt? Dass wir den Teikoku Kido haben. Mit blauem Cape. In dem späteren Teil hatte der Teikoku Kido und der Inazuma Japan Kido immer ein rotes Cape, egal was man mit dem Trikot hatte. Stimmt. Wow, sie können was. Da kommst du her!
Ich hätte Max gar nicht so nützlich in Erinnerung in Strikers. Ich meine, ich mochte zwar immer Max, aber dass er so nützlich war. Wow, voll nützlich. Das ist ja auch Bobby. Ja. Oder Domme. Dominos! Nützlicher als Kazumaru. Das ist auch keine Kunst. Wir sollten uns mal einen neuen Verteidiger ins Team holen. Ja. Ich wäre ja so rein spontan für Shadow. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen spielen. Der kommt ja auch schon in zwei Spielen. Zwei? Nachdem hier kommt nur noch Genesis und Dark Emperor. Dann musst du ja Dark Emperor nehmen. Stimmt. Oh. Vielleicht ist es ja auch irgendwie, das wäre dämlich, wenn das umgekehrt wäre. Alter. Aber gab's da nicht noch eine Alien-Gruppe? Da ist ein Design und so. Die sind bei Genesis mit drin. Ihr da drinnen? Ach nee, bei Hirotours. Bei Grand. Bei Grand. Und wo ist Minorikawa? Bei Genesis. Auch. Oh, ist das verwirrend. Ich rupp dich einfach um und blende dich. Du bist so schnell. Einfach stehen bleiben. Das ist Super Saiyajin Kido. Ja. In Wirklichkeit sind sie nicht alle Super Saiyajins. Ja, dann hätten sie eine gelbe statt eine rote Aura. Das ist Tarn. Das ist die Kaioken. Die hat denn eine rote Aura? Ich wollte sagen, irgendwas war doch auch da rot. Blue. Ja. Es sei denn bei Piccolo. Ja, Piccolo war es lila. War es eigentlich bei Freezer auch lila? Ich glaube ja. Ich glaube, es ist sicher lila oder blau. Ist auf jeden Fall kein Rot. Ja, lila war es, ja. Piccolo hatte im Manga auch ein Finger weniger. Echt? War wahrscheinlich der Daumen, du wolltest ja mal treppen. Scheiße. Nee, er hatte keinen Kleinfinger, glaube ich, oder irgendeiner von den Fingern. Da kann er gar keinen Schwur leisten. Er hatte auf jeden Fall nur vier. Der Daumen war da und dann Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. In irgendeiner Kombination. Oh Mann. Der Ringfinger. Oh, ich kann nicht heiraten. Deswegen auch keine Freundin. Aber im Anime hatte er vier. Das fand ich sehr lustig. Ah, super. Hi, Neptun. Erinnere mich immer an Neptun, an Lipton Ice-Tee. Ich muss an Neptun wieder. Das hätten wir es wieder geben können. Hua! Das war voll aus wie ein Bodycheck. Bodycheck, Alter. Ja, verprasse nur deine TP. Soll mir recht sein. Oder war das Neptun? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube eher das, oder? Neptun wie Neptun? Wasser? Oder hieß der andere Heat? Ah, nee, Heat war ja noch ein anderer. Ja, Heather. Der da, ne? Ja, egal. Die da. Der, die das. Die neben Sumihoka war auf jeden Fall ein Mädchen. Ja. Oh, er ist ja schon wieder geladen. Geht aber ganz schön schnell. Eben hat er ja noch zwei, kann schon wieder seine Technik einsetzen. Ist auch ein Level 2 gewesen. Das hat er wieder nix. Auf ihn! Dafür ist Max immer gut. Ja! Ja? Ich wollte gerade sagen, damals war Max noch gut, aber wir sind jetzt ja gerade in der Gegenwart. Ach, Burn ist ja auch da. Ja. Was wäre denn so Chaos ohne Burn? Burnless? Ja. Und wie hat er noch 15 TP? Voll der Beton. Aua! Ich bin froh, dass es nicht Kritter ist.
Das war doch niemals abseits! Ach ja, ich vergaß. Ich mach doch mal, wenn es denn unbedingt sein muss. Okay, sag mal, er kommt näher, er kommt näher. Ja? Hallo? Hallo! Schön, dass man das mit alles und jedem machen kann. Aber das fand ich an Go auch ein bisschen schade, dass es so wenige Zweiertechniken gab. Hm. Da war das wirklich nur Avatar, 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 Avatar. Ja. Da war es dann mehr kein Mannschaftssport mehr, sondern eher ein, nur ich kann das, also lasst mich das machen. Ein Ego-Player-Sport. Ja. Ich krieg dich noch. Oder auch nicht. Naja. Immerhin, sieh mal, es ist immer noch eine Differenz von 6. Ja. Ja. Wey. Ich hab euch alle ganz toll lieb. Immerhin in einem Spiel. Ja. Ach nee, das ist ja noch der alte, das ist ja gleich die neue Kido. Ich nehme alles zurück. Die neue Kido. Die neue Kidoline. Hört sich an wie eine Violine. Ja, ich hab's geschafft, ihr seid ja so awesome. Wer hätte das gedacht? Ich bin so eine Schleimscheiße. Ja, und ich schleime auch noch im nächsten Part weiter. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich rumschleime. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.